Während einer Umdrehung des Mondes um die Erde dreht er sich selbst einmal um seine eigene Achse. Deshalb sehen wir von der Erde aus stets nur dieselbe Seite des Mondes. Berechne die Bahngeschwindigkeit und die Umlaufperiode des Mondes, wenn sein Abstand zur Erde 384.000 Kilometer beträgt. Wir wissen also, dass der Abstand R zwischen Mond und Erde 384.000 Kilometer beträgt, das heißt 3,84 mal 10 hoch 8 Meter. Wir suchen die Geschwindigkeit des Mondes, die wir in Meter pro Sekunde ausdrücken, und die Periode des Mondes, die wir in Sekunden ausdrücken. Wir starten mit der Idee, dass die Zentripetalkraft gleich zur Gravitationskraft ist. Zur Zentripetalkraft setzen wir diese Formel ein, sie ist gleich zu mv² auf r, und zur Gravitationskraft setzen wir die Formel von Newton ein. Somit führt diese Gleichheit sofort zu dieser, und diese Gleichheit können wir teilen durch die Masse des Mondes und multiplizieren mit klein r. Somit vereinfacht sich diese Gleichheit und wird zu dieser. Hier können wir groß G, die Gravitationskonstante, ersetzen durch 6,67 mal 10 hoch minus 11. Wir können die Masse der Erde ersetzen durch 5,98 mal 10 hoch 24 und wir ersetzen R durch 3,84 mal 10 hoch 8. Und somit finden wir als Lineargeschwindigkeit für den Mond ungefähr 1019,17 Meter pro Sekunde. Und das entspricht ungefähr 3670 Kilometer pro Stunde. Jetzt suchen wir noch die Revolutionsperiode des Mondes und um die zu finden, nutzen wir diese Formel. Die Lineargeschwindigkeit des Mondes ist gleich zur zurückgelegten Strecke geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Wenn wir als zurückgelegte Strecke eine volle Umdrehung nehmen, also 2 mal Pi mal R, dann ist die dazu benötigte Zeit die Periode groß T Index M, die wir eigentlich suchen. Wir wissen also, Vm gleich 2 Pi R auf Tm. Vm und Tm können hier vertauscht werden. Und jetzt brauchen wir nur noch R zu ersetzen durch 3,84 mal 10 hoch 8 und Vm zu ersetzen durch 1019,17. So, und somit finden wir als Periode vom Mond ungefähr 2.366.130 Sekunden. Und das entspricht ungefähr 27,4 Tage.